Denomi. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Denomi-Reaction. Wir gucken uns heute wieder unglaubliche Dinge an. Und ich glaube, es ist mittlerweile Part Nummer 9. Alter, Part 9 schon. WTF, ihr feiert das Format einfach übel. Was soll ich sagen? Leute, es geht um die September 2020 Edition. Ich lasse erstmal ein Like da, Digga. Abo stimmt diesmal. Auf Genjamin Win Compilation gerne auschecken, falls ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten auf meine Reaktionen warten. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen ins Video rein. Let's go! So, was geht hier ab? Da ist eine Kindergartentruppe. Okay. Okay. Als ob die den Bauarbeiter anfeuern oder der Bauarbeiter so. Bruder. Heute haben wir zugeschaut, wie ich den Sand weggeschaufelt habe und das Ding sitzt, Alter, nicht schlecht. Darauf erstmal AC. Ich bin 3 Kronen. Ah. Was geht da ab? Oha. Oha. Eigentlich auch total witzig, ne? Leute, Kamera im Reifen. Lol. Das ist einfach nur ein Reifen, Leute. Wie krass. Das sah aus, ne? Einfach rein. Oha. Soll ich euch mal was zeigen? Das Laufband. Hau rein. Okay, der Trick war nicht schlecht. Leute, ich habe mir so... Pass auf, ich habe mich ein bisschen vergriffen in so einem Shop, ne? Und zwar gab es da so ganz neue Quarkriegel. Die waren übel reduziert. Ich glaube von 1,20 Euro auf 30 Cent, Digga. Die verkaufen sich wohl nicht gut. Ich kaufe mir die also. Das ist so Eiweiß-Protein-Quarkriegel. Sieht voll lecker aus, ne? Ich esse den jetzt. Junge, schon die Hälfte runtergefallen. Und ich schwör's euch, so einen trockenen Furz habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Digga, das muss illegal sein. Das muss illegal sein, Digga. Ich sag ehrlich. Jo, er hat ja übel Bock. Okay, er hat jede Nacht Bewegungsalarm gekriegt. Weil das kleine Kind immer auf seinem Ding spielt. Digga, da hat der Mann ihm eine Rennstrecke gebaut. Och, wie cool. Wenn der wüsste, dass das nur für ihn ist, ne? Das ist süß, Leute. Und er holt sich den Frisbee wieder. Nö. Oh ja, er schmeißt ihn da rein. Nicht schlecht. Oh, Leute. 91-jährige fährt Zipline. Oha, Omi. Ist das die Gucci-Oma oder was, Leute? Ich esse den scheiß Quarkriegel nochmal. Ach man, ich hab doch keinen Bock. Der sieht aus, ne? Ah. Fuck! Boah! Als ob! Baby! Nice! Was war das denn für ein... Das Auto, ne? Monte, Digga, könntest du dir vielleicht mal was von abgucken? Wir gucken mal. Holy moly, ich kenn dich, ich kenn das Dings. Das war mystischer Bums, ganz sicher. Und der Typ... Ey, clean! Durch die Hundehütte durch. Was ist das da oben? Oha, sieht das crazy aus. Das ist einfach nur Volleyball von oben, Leute. Uff. Digga, ein Kanu mit einem mit einem Jetmotor. Was? Mit einem Turbinenmotor? Oder also ein brutaler Motor ist in diesem Kanu drin. Er ist richtig am Ziehen. Was geht bei dem? Respekt. Okay, was geht da mit den Hunden? Schnell ACE, Leute. Wow. Das sieht so witzig aus.
Was ist mit dem? Warum ist der so? Ich wäre so aufs Maul geflogen. Richtig doll. Ich hätte mir alles gebrochen. Safe. Wir gucken uns hier mal an, wie der Typ mit seinem Arm da die... Was ist denn das eigentlich da gewesen? That was a fall. That was a good old fall. Nice! Dude, that was awesome! You had a full 4-foot slope. Och Mensch. Guck mal den Vogel da an, ne? Oh, der ist aber ein bisschen aufgedreht, die alte Häslette. Oh, ein Pferd, was von einem Hund ausgeführt wird? Als ob der mit dem Pferd Gassi geht. Also, das ist ja komisch. Guinness Buch der Weltrekorde. Digga, als ob der so eine... Junge, guck dir dieses Skateboard mal an. Nee. Der Typ fährt ein 20 Meter Skateboard oder was? Krank. Also 6, 7 Meter war das bestimmt. Und das war ein geiler Kartentrick. Und der Typ ist richtig wild. Bruder, wie viel hast du geübt? Ja. Was geht hier ab? I am lost. Das Ding war sick, Leute. Das muss man schon sagen. Anfasst und dabei die Wurst drückt. Mhm. Warum macht man das? Warum macht man das mit Bockwürsten? Junge, die Schmiede. Schmiede mir den Zaun. Ey, das wird echt ein Zaun, oder? Tatsächlich. Und er macht hier gerade den Gießkannen-Track. Digga, wer feiert den Gießkannen-Track, Leute? Hashtag Kanne in die Kommentare. Hä? Iron Man Industries, okay. Das Ding sieht ja clean reingerollt aus. Auf entspannt. Was ist das? Ich check's noch nicht. So Metro thinks his food isn't ever good enough. Needs to be dressed up. Der Hund will essen so, oder sein Essen schmeckt ihm nicht so mäßig. Na, was geht da jetzt? Oh, lucky dog. Lucky dog. Er verarscht ihn. Oh, man. Und der Hund ist jetzt einfach das Trockenfutter trotzdem. Und was ist mit dem? Der Typ ist am Fliegen, aber wie, ne? Was ist das da an den Armen? Ist das zum... Warum fliegt der Typ so heftig? Ach, weil das so Luftdrücker sind oder was? Oha, der Kleine. Er ist auf dem Stierkampf. Uff, gefährlich. Was hast du für eine Brille? Wild. Auch nicht schlecht. Muss man schon sagen, geile Technik. Warum macht man das? Oha, der Poolmeister. Ich sehe schon den Handschuh und die brutale Uhr. Er hat richtig Bock, Tricks zu machen. Und wild. Alles klar, Bro. Über die Gläser, ne? Clean. Einfach clean, Digga. A stop sign doesn't get much more obvious than this. Tunnels across the city have been forced to install the water curtains because truck drivers are ignoring warning signs. Lol, weil Truckfahrer das Warnzeichen überfahren haben, müssen sie halt jetzt das einfach bekommen. Alter, lol, die Farbe. Wie geht das? Wie ist das möglich, Leute? Übelst cool. Das finde ich cool. Ah ja, okay, die ganzen Katzen. Der dressiert ohne Ende, sind da jetzt komplett am Stissel. Yo, was ist das denn? Also süß ist das ja schon irgendwie, aber crazy, guck mal. Er hat auch minimal Bock auf einen richtig brutalen Run. Ah ja, okay.
Ja, kann man so machen, Digga, aber ich in dem Fall nicht. Die Sanders! Ja! Backflip, 360, keine Ahnung was, das war wild. Das war echt krass. Was macht er da? Ach, der geht jetzt duschen oder was? Oh, ist auch nicht schlecht. Kurz duschen gehen, Leute, mit dem Bagger, auf entspannt. Was macht er da? Es ist der Barkeeper, Leute. Der Barkeeper für sein Kind. Er mixt gerade ein Butter. Irgendwie ist das cool, ne? Irgendwie ist das cool. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren unglaublichen Dinge-Compilation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like für dieses Video da. Bruder, muss los. Schallert ein Abo raus und checkt definitiv noch die anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Fetter Kuss. Denno out.